Eigentlich die meisten der Betroffenen, die als Klienten, Klientinnen bei mir in der Begleitung schon waren oder vielleicht noch auch kommen, und auch mich hat es getroffen, dass emotional nicht verfügbare Bezugspersonen hatten, beziehungsweise immer wieder in solchen Beziehungen, die eigentlich schädlich sind, hineingestolpert sind. Das bedeutet, dass diese emotionale Nichtverfügbarsein gar nicht immer so einfach zu erkennen ist. Und deshalb habe ich dir 8 Anzeichen dafür gesammelt, damit du auch heute als Erwachsener in deinem Umfeld das wirklich sehr, sehr schnell erkennen kannst. Mein Name ist Gabriela und ich leite ja mein eigenes Institut und begleite dort Menschen, die von Entwicklungstrauma und KPTBS betroffen sind, und glaube fest daran, dass jeder, wo auch mit dem Nervensystem etwas arbeitet, primär somatische Traumatherapie angeht, dass einiges an Linderung und Heilung erfahren kann. Ja, und jetzt freue ich mich auf dich. Und gleich das erste Anzeichen. Sie ziehen sich oft zurück, anstatt ihre Gefühle mitzuteilen. Das bedeutet, dass sobald bei dieser Person etwas vielleicht Ungewöhnliches passierte oder auch in ihr etwas vor sich geht, deutlich lieber mit sich selbst das ausmacht und nicht in die Kommunikation mit dir tritt, dementsprechend auch nicht in die Bindung mit dir. Und das kann natürlich schon bereits bei deinen Eltern vorhanden gewesen sein, dass sie ja mit dir umgegangen sind und dass du dann genau solchen Partner und Partnerinnen ja, findest. Zweites Anzeichen: Sie stellen dir nur selten Fragen oder interessieren sich kaum für deine Wünsche und Bedürfnisse. Denn diese Personen sind ja mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen beschäftigt, nicht mit den Wünschen und Bedürfnissen anderer. Wenn auch deine Eltern primär die eigenen Bedürfnisse erfüllt haben oder dich sogar dazu als Werkzeug benutzt haben, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, dann kennst du das Muster sehr, sehr gut. Und da stolpert man sehr, sehr schnell in diese Art von toxischen Beziehungen hinein. Ein weiteres Anzeichen: Ihr Verhalten ist mal liebevoll und ein anderes Mal ignorieren sie dich. Du weißt nicht, wo du bei ihnen stehst. Ja, das ist diese Zuckerwatte und Peitsche. Das können sowohl narzisstische Züge sein, aber es können auch absolut verunsicherte und mit wenig Selbstwertgefühl ja, ausgestattete Personen sein. Natürlich auch damals schon bereits deine Eltern. Ansonsten würdest du auch dieses Muster nicht kennen, beziehungsweise irgendein Bezugsperson war ja in die Richtung. Und auch später passiert es nicht selten, dass man auch im Arbeitsumfeld sogar solche Chefs sich angelt, sag ich mal, die genau diese unsichere Bindungsstil pflegen, wo wir nie wissen, woran wir sind, wo wir uns stets nur noch mehr anstrengen und wo wir keine Sicherheit empfinden können. Ein weiteres Anzeichen: Sie hinterlassen oft das Gefühl, dass man sich sehr von ihnen getrennt fühlt, auch wenn man viel Zeit miteinander verbracht hat. Ja, wo ist hier der Haken, beziehungsweise was ist eigentlich hierbei der Grund dafür? Diese Menschen sind nicht in der Lage, emotional sich zu binden. Das heißt, dass ein Nervensystem natürlich emotionale Muster immer sehr, sehr gut, ja, wahrnimmt. Auch das, wenn diese distanziert sein, da ist. Diese Personen sind meistens auch mit sich selbst nicht im Reinen und mit sich selbst nicht verbunden. Und genau diese Kühle und diese, ja, Distanziertheit spürst du natürlich auch. Und diese Menschen
wie ich beschrieben habe, lassen dann tatsächlich auch, hinterlassen dieses Gefühl, dass du irgendwie so ein kalter Fisch, sag ich mal, wo du dich nicht anfreunden kannst, wo du keine Kommunikation irgendwie ja, richtig entstehen lassen kannst oder auch einfach kein nix als richtig Resonanz zurückkommt. Ein weiteres Anzeichen, es fällt ihnen schwer, Pläne zu machen und einzuhalten. Ja, weil sie sich dann natürlich festnagelt fühlen, dann fühlen sie sich eingeschränkt, diese Menschen, und sie sind nicht in der Lage, verbindlich zu sein, kein Commitment abzugeben, das heißt, oder ein Commitment abzugeben. Das heißt, sie sind auch in Partnerschaften meistens auf darauf hinaus, naja, vielleicht kommt noch jemand Besseres oder naja, wer weiß, was noch morgen oder wie auch immer wann ist. Also, ich werde mich nicht hier festnageln lassen und ich binde mich auch nicht. Nächstes Anzeichen. Sie geben dir oft das Gefühl, dass du zu viel verlangst oder dass deine Grundbedürfnisse bedürftig, also needy sind. Ja, solche Verhaltensweisen habe ich wirklich auch leider in mehreren, sogar in mehreren Partnerschaften erlebt, wo vorwurfsvoll dann immer wieder, dass mir vorgehalten wurde, dass wenn ich mal an mich gedacht habe, ich zum Beispiel mit meiner Familie ohne meinen damaligen Partner etwas geplant habe, dann gab es einfach keine Kommunikation mehr. Oder es hieß ja wirklich, dass ich egoistisch sei, dass ich nur an mich selbst denke. Also alles dann auch ne, verallgemeinert und alles katastrophisiert und eben aufgeblasen. Und wurde dann auch gleichzeitig angedeutet, dass meine Bedürfnisse auch zu bedürftig seien. Also, dass es heißt, dass ich ja diejenige bin, die alles Mögliche von dem anderen verlangt und auch erwartet. Und ich bin ja jemand, wo viel zu viel braucht. Und ich soll mich einfach nur hinten anstellen. Ja, dieses Verhalten habe ich aber leider auch schon aus dem Elternhaus gekannt und natürlich, dass ich sofort darauf angesprungen bin und sehr, sehr lange auch dafür da war, bis ich das erkannt habe und auch umsetzen konnte, dass ich diese Trennungen dann auch durchziehe und dass ich auch dabei bleibe und dann in der Zukunft nur noch in Beziehungen eingehen bereit war, als ich das ja tatsächlich auch so verinnerlichen konnte, dass ich gesagt habe, nein, hier bei bestimmten Dingen gibt es kein Kompromiss. Das ist etwas, was sein muss. Mein Bedürfnis genau gleich ist, das ist äquivalent mit dem Bedürfnis von jemand anderem. Dann ein weiteres Anzeichen. Sie vermeidet Verletzlichkeit und schwierige Gespräche. Warum ist das so, dass diese Personen, die emotional nicht verfügbar sind, dann Verletzlichkeit und schwierige Gespräche vermeiden? Weil sobald sie das täten, würden sie sich angreifbar machen. Da sie aber davor unglaubliche Angst haben, also das siehst du auch wieder, dass diese Menschen eigentlich mit ihren eigenen Emotionen und mit ihrer eigenen Bindung zu sich selbst und mit sich selbst nicht im Reinen sind, sobald sie das täten, wäre das für sie ein Verlust des Gesichts und sie würden sich wehrlos empfinden. Ja, und ein weiteres, und das ist glaube ich, genau, habe ich alle aufgezählt, letztes Anzeichen, es fällt ihr schwer, sich an dich zu binden. Also, das ist ein bisschen ähnlich, wie was ich ja schon erwähnt habe. Das heißt, dass mit diesem unsicheren Bindungsstil, dass diese Person wirklich ganz große Schwierigkeit und Angst vor Nähe zugleich hat. Also sie möchte sich binden und sie möchte sich vielleicht auch
darauf einlassen, möchte auch eine aufrichtige und endlich mal vielleicht auch wünscht sich auch selbst irgendwie eine liebevolle Bindung und Beziehung, aber ist nicht in der Lage, weil dann vor dieser Nähe und für diese Vertrautsein oder vor dieser ja, Bindung einfach so viel Angst hat, dass es nicht kann. Das zeigt natürlich auch schon, dass diese Person, diese nicht, die emotional nicht verfügbar sind, geplante Kinder sozusagen sind und höchstwahrscheinlich mit sich selbst ganz, ganz viele ja, Schwierigkeiten, Probleme, aber auch mit dem Umfeld, ja, das merkst du dann auch bei dir, haben und sie selbst auch einiges an ja, innerem Wachstum benötigten und dass sie diese emotionale Muster und diese emotionale Unvermögen oder emotionales Unvermögen und Unfähigkeit sie erlernen müssten. Dazu brauchen sie aber erstmal, dass sie das einsehen, dass sie das erkennen als erster Schritt und dann, dass sie das vielleicht auch anerkennen und einsehen können, damit ja, sich verändern würden. Und vielleicht eine gesunde Beziehung und Bindung, vielleicht auch sogar mit dir, aber führen könnten. Ich hoffe sehr, dass dir diese 8 Anzeichen hilfreich waren. Vielleicht hast du ja diese auch schon damals bei deinen Eltern wahrgenommen und aber nicht so abgespeichert, dass es emotionale Nichtverfügbarkeit bedeutet und dadurch natürlich emotionale Vernachlässigung oder wenn es im Erwachsenenalter ist und auch zum Beispiel bewusst gemacht wird, das ist natürlich Missbrauch, dass all das mit dabei waren und ja, bin ganz gespannt auf deine Erfahrungen und welche diese Anzeichen dir vielleicht Schwierigkeit bedeuten oder bei dir sogar selbst vielleicht. Kann nämlich auch sein, weil sehr viel natürlich übernommen wird, entdecken konntest. Und ja, ich antworte wie immer auf jeden Kommentar und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe. Gabriela. 'Cause it feels like home.